So, es gibt wieder was Neues von der Mezo 62. Die Technik ist jetzt soweit drin. Ein Großteil der Arbeiten hat ja bereits der Wadl gemacht, für die sich in der Szene bewegen. Der weiß, wer das ist. Von dem habe ich das Modell ja abgekauft. In einem schon sehr weit vorgefertigten Zustand. Ich habe eigentlich nur noch die ganze Technik reingebaut. Und das, was ich jetzt da an Elektronik und Technik reingebaut habe, das zeige ich euch mal für den, den es interessiert. So, jetzt habe ich ihn wieder auseinandergeschraubt, dass man besser sieht, was ich alles so verbaut habe. Vom Grundkonzept mache ich es eigentlich bei allen Elektroflieger gleich. Ich verwende praktisch eine Stromversorgung, also zwei Akkus, wo ich auch die Servos und alle anderen Verbraucher auch damit versorge, weil ich sage, wenn der Akku leer ist und die stecken ans Ladegerät an, dann ist er wieder voll und ich weiß, alles bekommt seinen Strom. Aber jeder hat eine andere Philosophie. Es gibt für jedes System ein Für und ein Wider. Mir ist es halt immer wichtig, wenn ich den Akku voll habe, dass ich weiß, es ist alles. Alles wird ja voll mit Strom versorgt. Während dem Bauen verwende ich immer gern so ein Verbindungskabel zwischen Rumpf und Flügel, dass man das Ganze auch auseinander vernünftig einstellen kann und programmieren und überall vernünftig hinkommt. Zu den Akkus. Die Akkus sind von SLS, sind zwei Stück, A7000, 6S in Reihe schalten zu 12S. Die Reihenschaltung findet da in dem Kasten statt. Das hat den Vorteil, egal wie ich den Akku anstecke, es ist immer eine Reihenschaltung. Man kann also da schon während dem Aufbau, wenn man mal abgelenkt wird in einem Gespräch, nichts verkehrt anstecken. So, und dann zeige ich mal die Komponenten, was ich alles so drin habe. Im Flügel, der wo Mezo 62 kennt, der weiß, die meiste Technik steckt im Flügel drin. Nur ein paar Kleinigkeiten im Rumpf, aber die zeige ich euch später. Also fangen wir mal hier an. Das sind SLS-Akkus, APL Magnum 25C. Die kann man also in Dauerstrom mit 175 Ampere belasten. Die zwei Antriebe ziehen 65, also das sind 130 Ampere. Somit liegen wir da bei der Amperebelastung für diese Akkus schon mal im grünen Bereich. Dann habe ich die Akkus, habe ich die Stecker ausgetauscht gegen XT90 mit einem Antiblitz, dass mir im Laufe der Zeit diese Kontakte nicht zusammenbrennt. Dann diese Reihe, nachdem das ja ein 6-Zeller ist und das ein 6-Zeller, die Reihenschaltung, die findet da hier in dem Kasten statt. Somit kann ich die Akkus anstecken, wie ich möchte. Ich kann also nie was verkehrt anstecken. Dann haben wir hier unten haben wir zwei Stiftschalter, wo ich praktisch die ganze Sache da mehr oder weniger ein- und ausschalte. Dann haben wir hier den Haupteinausschalter von der Zentralbox 200, die Zentralbox 200 ist hier hinten, wo praktisch alle Servos angesteckt sind, die im Flügel verbaut sind. Dann haben wir hier einen Temperatursensor, wo praktisch die zwei Motoren überwacht, denn ich habe an jeder Motorwicklung einen Temperatursensor angeklebt, der hier die Telemetriedaten dann über die Expanderbox in den Sender schickt. Dann haben wir hier den Ein-Ausschalter für die Befeuerung. Hier haben wir die Steuerung vom Fahrwerk. Hier habe ich ein elektrisches Fahrwerk eingebaut. Hier haben wir die LED-Steuerung. Hier haben wir die Stromversorgung vom Fahrwerk, die aus meiner BEC-Spannung von 6 Volt eine Spannung von 8,2 Volt machen. Kann man dann hier in dem Potti die gewünschte Spannung einstellen. Das heißt, das Teil macht praktisch aus einer kleineren Spannung eine größere Spannung und kann mit maximal 3 Ampere belastet werden. Hier haben wir die Stromversorgung von den LEDs. Hier ist die Steuerung dazu. Hier haben wir die Stromversorgung von den zwei Lüftern. Die zwei Lüfter haben wiederum ein anderes Teil, da kann ich praktisch maximal 60 Volt reinlassen, also die habe ich direkt an die Akkus angesteckt.
Und dieses Teil wird praktisch ein- und ausgeschalten von diesem Relais. Das Relais geht über 6 Volt. Das heißt, sobald ich die Zentralbox einschalte, schaltet automatisch auch die Stromversorgung für die zwei Lüfter, die ich auf die Regler montiert habe, ein. Als Regler habe ich zwei Metson 90 Light Regler verwendet von Yeti. Die haben bereits eine eingebaute Telemetrie. Die Telemetriedaten kommen hier an 1 und 2 an über den Expander und gehen von dort aus dann direkt zum Sender. Dann schauen wir noch kurz in den Rumpf rein. Im Rumpf schaut es natürlich sehr übersichtlich aus, da ist fast nichts drin. Da habe ich praktisch im Leitwerk habe ich zwei Höhenruder-Servo, die hat der Wadl schon eingebaut. Und hier haben wir das Seitenruder-Servo. Dann haben wir hier noch die Stabilisierung, so ein Bavarian Damon Cortex Gyro. Dann haben wir hier eine Zentralbox 100. Und hier haben wir die beiden Satelliten. Einen habe ich hier eingebaut und den anderen, sieht man, den habe ich hier hinten eingebaut, dass ich die Antennen ziemlich weit auseinander verlegen kann. Wie man hier schön sehen kann, geht nur die Steuerleitung zu den Servos. Die Stromleitung, also die Plus-Minus-Leitung vom jeweiligen Servo, bleibt an der Zentralbox angesteckt, weil wenn ich die Plus-Minus-Leitung in den Cortex reinführe, dann führe ich wieder alle Plus-Minus-Leitungen zusammen und schalte somit mehr oder weniger den Vorteil von meiner Zentralbox aus, denn bei der Zentralbox ist jeder einzelne Ausgang kurzschlussfest abgesichert. Und wenn ich die Plus-Minus-Leitung da dran lasse vom jeweiligen Servo, dann bleibt es also erhalten. Dann läuft nur die Steuerleitung über die Stabilisierung. Dann geht es hier über die Kabel vor zum vorderen Teil vom Rumpf. Da haben wir noch ein paar Kleinigkeiten drin, das zeige ich euch jetzt gleich. So, jetzt habe ich den Rumpf mal umgedreht zum Öffnen vom Deckel für das Einführen der Akkus. Habe ich die MG-Attrappen beweglich gemacht, die oberen zwei Kanonen. Wenn ich die zurückschiebe, dann kann ich den Deckel abnehmen. Hat den Vorteil, dass ich keinen Schraubenschlüssel brauche. Hier sieht man das nochmal von innen. Hier kommen praktisch die zwei Akkus rein. Hier sieht man noch den Servo von der Bugradlenkung und den Servo von der Restabdeckung vom Bugrad. Und hier ist die Mechanik vom Bugrad. Hier haben wir noch einen kleinen Schalter reingemacht mit einem extra Anschluss, wo ich praktisch dann über einen kleinen Steuerkasten das Bugrad rein- und rausfahren kann. Der Schalter hat den Hintergrund. Da schalte ich praktisch diese Leitung, wo zur Steuerelektron ist, aus und schalte die Leitung ein, dass ich nicht aus Versehen da irgendwie im Rumpf einen Kurzschluss fabriziere. Und da muss ich praktisch dazu den Schalter drücken und dann kann ich das Bugrad raus und reinfahren. Und wenn ich den loslasse, dann ist automatisch immer die Leitung aktiv, die zu der eigentlichen Steuerelektronik geht. Wenn ich da den Knopf drücke, dann kann ich da das Fahrwerk reinfahren und mit dem anderen Knopf das Fahrwerk wieder rausfahren, ohne dass ich den Flügel brauche, beziehungsweise dass ich den Sender brauche. Ist immer ganz geschickt beim Aufbauen, ja. Weil das Problem ist, wenn das Bugrad eingefahren ist, dann komme ich ganz schlecht an die beiden Halterungen dahin, wo die Akkus reinkommen. So, jetzt drehe ich den Flügel noch um, dann kann ich es euch noch von der Unterseite her zeigen, was da alles unten im Flügel drin ist. So, jetzt schalte ich meinen Sender mal ein, dann kann ich euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Womit kann ich euch zu Diensten sein, mein Gebieter?
So, also die beiden Flugakkus sind angesteckt. Und wenn ich das ganze Flugzeug dann zusammengebaut habe, dann brauche ich bloß diesen Stiftschalter hier abziehen. Und das Ganze funktioniert. Wie ihr gehört habt, der Cortex hat sich schon getestet. Und wie man jetzt schon sehen kann, hier unten drin sind praktisch die Regler eingebaut mit jeweils einem Aktivlüfter, der auch schon läuft. Was ich ja gesagt habe, sobald ich das Flugzeug aktiviere, kann man die Lüfter an zum Laufen. Ja. Dann haben wir hier noch das Servo von der einen Landeklappe und von der anderen Landeklappe. Ja. Zeige ich euch noch, wie das Fahrwerk fährt. Und das ist jetzt die Landeposition, da fährt praktisch das Fahrwerk raus und die Landeklappen. Und in der Startstellung fährt eben nur das Fahrwerk raus. Vielleicht nur als Hintergrund, warum ich zwei Zentralboxen verbaut habe. Wir sehen ja hier diesen Zentralstecker. Und dass die Kabel nicht allzu, dass das nicht allzu viel Kabel wären, ist eigentlich in dem Zentralstecker nur die Plus-Minus-Leitung vom Fahrwerk und eine Datenleitung, wo praktisch die Zentralbox 100 mit der 200 verbindet und der Plus-Minus-Stromleitung für die Zentralbox 100 im Rumpf. Und habe halt den Vorteil, darum habe ich auch so einen großen Stecker genommen. Erstens ist er vom Handling einfacher und ich kann jeden Pol zweimal verwenden. Falls doch irgendwo ein Wackler drauf ist, hat jedes Signal zwei Pole. Das war mein Hintergedanke für diese Geschichte mit Zentralbox 100 und Zentralbox 200. Vielleicht noch ein bisschen was zum Sender. Am Sender habe ich mir natürlich diese ganzen Telemetrie-Sachen lasse ich mal anzeigen. Was beim Strom natürlich immer wichtig ist, ist Temperatur. Hier haben wir immer Temperatur A und B. Das ist die Temperatur vom Motor. Und hier unten haben wir dann noch den verbrauchten Strom und die Zeit. Dann gehen wir in das nächste Fenster. Da haben wir jetzt die Temperatur von den beiden Reglern, den verbrauchten Strom und wieder die Zeit. Im nächsten Fenster lasse ich mal anzeigen die Ampere von beiden Reglern, was beide Motoren praktisch Strom ziehen. Der Vorteil von diesen großen Fenstern ist auch das, dass unten immer dieser Maximalwert gespeichert wird. Da kann man also nach dem Flug dann gleich schauen, was Sache ist. Im nächsten Fenster habe ich dann die Drehzahl von beiden Motoren und die Amperezahl dazu. Und im nächsten Fenster habe ich praktisch den BIC-Stromverbrauch. Da sehe ich praktisch, was mir die Anlage Strom zieht, also was die Servos Strom brauchen. Also die brauchen momentan 300 mA bei 6,2 Volt. Dann im nächsten Fenster habe ich die Zentralbox 200 und die Zentralbox 100 vom Strom her, den Gesamtflugzeit und die Zeit praktisch von dem jetzigen Flug. Und im letzten Fenster habe ich mir noch anzeigen lassen die Leistung von beiden Antrieben, was ich genutzt habe, und die Geschwindigkeit. Von meinem Geschwindigkeitssensor. Also man kann praktisch an dem Yeti-Sender 7 Fenster machen und in jedem Fenster dann die gewünschten Anzeigen einblenden.
sind aber eigentlich wichtig nach dem Flug, weil während dem Flug sollte man nicht drauf schauen. Da kann man das ganze Jahr über Ansagen machen. Hier haben wir noch das Staurohr vom Staudrucksensor. Baue ich eigentlich auch ganz gerne in jedes Flugzeug ein, dass ich beim Reinlanden nicht zu schnell oder zu langsam bin. Und eigentlich immer schaue, dass ich dann die Optimalgeschwindigkeit, die optimale Landegeschwindigkeit habe. Weil der sagt mir während dem Flug schon die Geschwindigkeit an. So, das war's soweit von der Technik her, von der Metro 62, was ich alles neu gebaut habe. Und das ist halt das, was mir am Yeti-System so gefällt, dass man das Ganze überwachen kann mit Hilfe der Telemetrie. Und ich habe heute Nachmittag zwei Testläufe gemacht mit dem Antrieb. Es ist alles soweit glatt gegangen, es ist nichts richtig heiß geworden. Und wenn es morgen vom Wind her und vom Wetter her passt, dann gibt es morgen Vormittag den Erstflug. Dann bis zum nächsten Mal.